Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder mal ein Odimar Shoppen. Es ist ja schon lange kein Odimar Shoppen mehr gekommen. Aber jetzt ist es soweit. Hat sich ein bisschen was zusammengesammelt an Kleinzeug, an, naja, das ist jetzt alles. Was haben wir jetzt? Ja, Ende August haben wir jetzt. Also das ist vom August und teilweise im Juni. Beziehungsweise, ich glaube, das ist sogar aus dem Juli, wo ich euch gesagt habe, wo ich schon mal einen Odin Shop gemacht hatte, wo ich eine Kette bestellt hatte und wo ich gesagt habe, da kommt noch eine Kette. Das ist die. Die kam jetzt im August an. Ja, aber wir machen nach und nach. Also Gudrun hat sich hier einen Gürtel ausgesucht. Wir haben den Gürtel geholt für sie. Also das ist halt so, die Gürtelschnalle ist halt hier so. Kann man dann so aufmachen, so. Dann hier rausziehen. Ja, klein, schmal, schwarz. Mit zwei so silbernen Kreisen. Gibt es auch mit Gold und so. Hat ihr gefallen. Haben wir gekauft, weil sie brauchte noch einen Gürtel. Wir haben Klamotten gekauft, die zeige ich euch aber nicht. Dann habe ich mir geholt, also machen wir erstmal Amazon-Bestellung erstmal fertig. Also dann kam die Kette, die ich vor 2 Monaten bestellt habe. Das ist so ein Anhänger hier. Auf einer Seite sieht aus wie so ein Runenstein. Auf einer Seite ist Walknut. Auf der anderen Seite ist der Wikingkompass. Kann man das? Ach. Kann man so ein bisschen erkennen. Der Wegvisier. War noch der Wegvisier. Und halt. So eine Kette ist halt noch mit bei. Den habe ich aber auch nur geholt. Der war runtergesetzt für kurze Zeit. Ich denke mal, dass es nur für kurze Zeit war. Oh. Warte mal, der war runtergesetzt. Und dann war unten immer noch hier so ein Aktiviere für ein paar Prozent. Ich habe, glaube ich, 3 Euro bezahlt. Und kein Versand. Oder nicht ganz? 2,95? Entweder habe ich 2,95 oder 3,15 bezahlt. So in dem Dreh war mir so irgendwie. So, dann habe ich bestellt Plastilöffel. Einmal diese hier, die werde ich euch auch verlinken. Da zeige ich euch jetzt nur einen. Das waren 5 Stück. Die haben sie in verschiedenen Farben abgebildet, aber es kam nur weiß. Ich habe auch die Bewertung gelesen und haben viele geschrieben, nein, es kommt nur eine Farbe. Und da hat einer geschrieben, ich habe extra 3 Packungen bestellt, dass ich wenigstens 3 verschiedene Farben habe. Ne, waren alle die gleiche Farbe, die er denn gekriegt hat. Naja. Okay, ich habe halt alle halt in alle 5 Stück in diesem weiß-gräulichen. So, dann habe ich noch mal welche. Also ich habe zweimal Plastiklöffel bestellt. Der ist hier so ein bisschen vorne so ein bisschen abgerundet. Sieht man das? Und der läuft vorne so ein bisschen spitz zusammen. Also nicht abgerundet, also auch abgerundet, ja, aber halt, der geht so, also so, und der andere geht halt so ein bisschen flacher halt. Und davon haben wir halt auch 5 Stück. So. Weil meine Plastiklöffel alle weggehen nach und nach. Keine Ahnung. Die kauen drauf rum, ich habe keine Ahnung. Ich hatte so viele Plastiklöffel und nach verschwinden die. Und ich kann nur mit Eier zum Beispiel. Ich kann nur Ei nur mit Plastiklöffel essen. Oder mit einem Keramiklöffel, mit so einem Eierlöffel halt. Oder auch Eis, Pudding, Kompott. Das kann ich nur mit Plastiklöffel. Diesem Metalllöffel, ne, Pudding geht, ne, Pudding nicht. Also so Apfelmus und sowas, das geht mit Metall, aber so Eis, Pudding und Ei, da habe ich immer so das Gefühl, dass das mit dem
mit dem Löffel reagiert und den komischen Geschmack macht. Ganz, also weiß ich nicht. Also kann ich überhaupt nicht haben. Machen wir erstmal das hier weiter. Dann habe ich eine Reklamation gehabt und zwar von, wie heißen die? Genius. Da hatte ich ja mal diesen geholt. Also diese, also das ist jetzt die Plastischale. Ja, das ist jetzt, da habe ich jetzt kein Geld bezahlt, weil Garantie. Hier kommt dann oben der Aufsatz rüber mit dem Gitter und dann kann man dann und hat man halt Würfel, die kommen dann hier. Ja. Und werde ich euch auch unten runter verlinken. Und da ist halt praktisch, hier auf der Seite ist es von hier oben bis hier runter eingerissen. Und wir haben halt noch Garantie. Und deswegen haben sie mir halt, musste ich Fotos schicken und so. War auch ganz easy. Ich habe die über Amazon kontaktiert. Dann haben sie nach einem Foto gefragt, habe ein Foto eingefügt. Und dann kam gleich, zwei, drei Stunden später kam dann, ja, ist alles okay, müsste in den nächsten Tagen da sein. Zack, bumm, zwei, drei Tage später war da. So, dann habe ich bei Penny, da müssen wir heute auch noch mal hin, weil da kriegst du momentan, wenn du einkaufst, so eine Aufkleber. Die musst du sammeln. Und wenn du mehrere Aufkleber hast, habe ich euch ja schon mal gesagt, da hatte ich die kleinen Schüsseln gekauft. Jetzt haben wir noch eine große Schüssel. 21 cm. Die habe ich jetzt geholt. Können wir auch mal auspacken, kann ich euch zeigen. Und Teller hatte ich geholt. Flache Teller, weil flache Teller haben wir zu wenig. Das ist jetzt die große Schüssel. Ja. Und dann habe ich noch, da habe ich aber schon zwei rausgeholt, eine Tasse schon rausgeholt. So eine Peanuts-Tasse. Schön groß und so. Davon habe ich zwei, also da waren im Paket zwei drin. Eine ist gerade im Abwasch, eine habe ich schon benutzt. Da möchte ich, wir haben schon noch zwei Hefte voll gekriegt, da möchte ich jetzt noch heute, wenn wir da hinfahren, 2,99 oder so für zwei Stück, ich bin mir jetzt nicht so sicher, möchte ich noch zwei Peanuts-Tassen holen, dass ich vier habe, dass wenn Schwiegermutter, Schwiegervater, mein Schwager da ist, meine Frau trinkt ja keinen Kaffee und ich dann halt Kaffee trinken, dass halt optisch ein bisschen besser aussieht, als wenn man damit Simpsons-Tassen. Ich habe nämlich nur Simpsons-Tassen. Und meine Tasse halt, wo mein Logo drauf ist und so. Aber sonst habe ich halt so richtig Kaffeetassen. Ein paar sind mir halt kaputt gegangen beim Umzug und so. Das ist halt negativ und da habe ich gedacht, das passt ganz gut, wenn ein Besuch da ist, dass da halt auch. Weil das sieht ein bisschen schöner aus so einer Peanuts-Tasse, als wenn man immer aus diesen bunten Simpsons-Tassen trinkt. Und dann möchte ich nochmal die Schüsseln holen, die wir schon zwei Stück haben, in diese kleineren. Nochmal zwei Stück holen, dass wir vier Stück haben, wenn wir Kompott oder irgendwie Mittagessen, was man in ein Schüsselchen machen kann oder so. Und weil die sind nicht so hoch wie meine Schüsseln. Ich habe ja meine Simpsons-Schüsseln, ich habe nur Simpsons-Schüsseln. Die sind ja so hoch und die sind halt ein bisschen größer, aber halt dafür ein Stück flacher. Da kann man halt, man kann die Kleine bessere draus essen, deswegen möchte ich die halt noch holen. Gudrun! Da wollen wir heute dann halt noch hin zu Penny. Ich habe hier was. Einmal das. Und hier, das ist das von Genius. So. Gleich sind deine Dings dran. Achso, deinen Gürtel kannst du auch schon abholen. Puppilein. Bitte schön, Sophie. So, dann habe ich mir geholt, kennt ihr, wissen ja schon einige, ich habe es ja im Handgelenk, aber im Odiwa Shoppen habe ich es. Ich habe auch separat Videos dazu gemacht, die sind aber noch nicht online, die Welt, jetzt muss ich jetzt planen, ich war ja krank, hat ja bei mit dem Zahn flach. Ich habe bei eBay, habe ich die das Xiaomi Smartband 7 Pro geholt. Ja, das ist diese Variante.
Geht halt nur auf Chinesisch. Ja, ist auch nicht mit der, mit der komischen Mi-App, die wir hier in Deutschland haben, kompatibel. Da musst du Mi Fit nehmen, die kriegst du aber auch im Google Play Store. Damit ist er kompatibel, da kannst du auch, wenn das Handy deutsch ist, kannst du auch, ja, hast du die App halt in Deutsch logischerweise, aber halt das Xiaomi-Band in Chinesisch. Aber ich habe ein Video gemacht, dass man das auch in Englisch umstellen kann. Aber Deutsch geht nicht, geht nur Englisch. Ja, jetzt habe ich halt hier Englisch, aber die Funktionen gehen alle. Ich kann Blutdruck messen, Stresspegel kann ich hier sehen, Wetter, komplette Zusammenfassung, Sauerstoffsättigung vom Blut, Stress, dann sowas wegen Atmen, da hat man, dass man im richtigen Rhythmus atmet, da vibriert das dann hier ab und zu auf dem Band. Musik kann ich damit starten. Der überwacht, weswegen ich das eigentlich, also hauptsächlich, ich habe es ja eigentlich geholt ach Mensch, wenn ich im Fitnessstudio bin. Dass ich dann halt im Fitnessstudio halt meine Musik laut leise machen kann, dass ich halt meinen Blutdruck und das alles sehe, dass ich halt da auf dem grünen Zweig bin und nicht Angst haben muss. Und so, weil Frauchen immer Angst hat wegen meinem Blutdruck, dass der zu hoch geht und Puls und das alles. Aber in zweiter Linie habe ich es mir eigentlich geholt wegen diesem Schlafmodus. Da kann ich dann hier einschalten, wische ich hier rüber. Hoppala, so. Und dann sage ich schlafen oder ich kann halt eine Zeit einstellen. Ab 20 Uhr ist der Schlafmodus oder so. Und dann überwacht er. Dann denkt er jetzt, jetzt bin ich im Schlafmodus. Ich mache ihn dann halt immer aus, bis ich dann wirklich im Bett gehe und dann mache ich ihn an, händisch. Und da überwacht er dann meinen Schlaf und weiß auch, wann ich, weil er irgendwie überpulst. Ich weiß nicht, wie er es merkt, weiß er, wann ich die REM-Phase habe und so. Und dann kann man sein Schlafverhalten sehen und auch, wann man wach war. Auch wenn man selber nicht weiß, dass man wach war. Weil ich bin ja so ein bisschen Schlafwandler, beziehungsweise Schlafesser. Ich gehe nachts, kann schon mal vorkommen, dass ich nachts am Kühlschrank gehe. Oder ich gehe auf Klo und ich weiß nichts davon nächsten Tag. Ich bin auch schon immer, hat Josi mir erzählt, bin ich in der Nacht hier ins Wohnzimmer gegangen, bin hier bis zum Balkontür, bin umgedreht, bin wieder ins Bett gegangen, habe ihn hingelegt. Also sie hat noch mit mir irgendwas geredet und ich wusste aber nächsten Tag nichts davon. Und so eine Phase, wenn man dann wach ist oder auch Bewegung hat, das merkt die Uhr. Dann sieht man, dann hat man dann halt, man hat dann so eine komplette Übersicht nach dem Schlaf. Und dann kann man dann sehen mit verschiedenen Farben, REM-Phase, verschiedene Schlafphasen. Und man sieht halt auch, wenn man wach war, da hat man dann Unterbrecher drin und so was alles. Das ist sehr interessant. Das ist gut für mich. Deswegen habe ich mir, wegen den beiden Sachen, habe ich mir hauptsächlich das Xiaomi-Band geholt. So. Dann haben wir für Gudrun die möchte keinen so normalen Schulrucksack mehr haben. Sie möchte eine Tasche haben. Finde ich nicht so gut. Die ist zwar hier gut gepolstert hier hinten am Rücken, aber sie soll halt nur den Schulranzen tragen, bis sie geht. Aber das ist halt für die Freizeit, wenn sie dann halt unterwegs ist. Ja, da hat sie denn hier oben eine Tasche. Wartet, ich mach mal auf. So, hat sie hier vorne eine Tasche, wo sie halt Papier oder was weiß ich drin machen kann. Aber hier ist halt, ach Gott, mir juckt die Nase, ey. Aber halt kann man halt auf und zu machen. Hier kann man Büchse, Flasche, was weiß ich drin machen. Papier soll natürlich hinten drin. Ist auch wassergeschützt. So, dann hat sie dann halt hier auch nochmal verschiedene Fächer drin. Ach, hier ist auch so ein USB-Ladekabel. Ist das so eine Tasche? Wusste ich gar nicht. Stimmt, hier ist da draußen auch so was dran, hier. Hier ist ein USB. Ach ne, die muss ich noch ranklipsen. Okay. Also das wusste ich nicht. Hier kannst du Kopfhörer dann durchmachen.
Von wo gehen die aus? Ach so, hier ist ein Reißverschluss, okay. Hier ist, wenn man den hier aufmacht, hat man hier so einen Reißverschluss. Und da kommt man wirklich nur an diese beiden Sachen ran. An das, wo man halt hier den Kopfhörer durchmachen kann und den USB. Und der USB, der wird hier einfach ganz normal. So, macht man den Reißverschluss halt auf, bis wo es nicht mehr geht. So, dann hat man hier so eine Gummiform. Also es ist jetzt hier nichts Plastik oder so. Man hat hier so eine Gummiform und da klippt man den dann einfach so rein. Da hat man dann halt hier so ein, so gucken, so. Da hat man dann halt hier so eine Schienen aus Gummi, so. Und dann oben ohne mal festhält, muss man hier reindrücken. So, und dann sieht das so aus. Sieht man das? Ja. Und dann kann man halt wenn ich das jetzt hier offen mache, so kann man halt einen externen Akku hier unten in die Tasche reinlegen und den Kabel langlegen und dann kann man hier ein USB-Kabel ranmachen und dann geht der nach vorne zum Handy und man kann das Handy laden und kann währenddessen das Navi benutzen und sieht alles oder Musik hören und den ganzen Kladderadatsch. Das ist doch was für die Stifte von heute. Die können ja nicht mehr ohne ihr Handy. Aber das ist, also das ist jetzt nur Zufall, also deswegen haben wir es nicht geholt. Wir haben es einfach nur geholt, dass er halt eine Tasche hat, wo halt ein bisschen Zeug drin passt, wenn sie dann in den Jugendclub geht, dass er sich ein Wasser mitnehmen kann, eine große Pulle und oder wenn sie halt, was weiß ich, noch ein bisschen was zu futtern hat oder so, dass er was zu futtern mitnehmen will kann oder ach, ich weiß nicht, halt dafür. So, wir können den auch hier, den USB-Kabel hier komplett reinmachen. Ich habe das jetzt alles angeschlossen. Ich mache den jetzt einfach hier rein. Dann kommt er nicht weg. Ja, ist genug Platz da. So, und dann, weil deswegen haben wir es eigentlich geholt. Also, weil sie ja sowieso so einen Rucksack braucht. Da schreibt steht da drauf: Joy Start. Ich weiß auch gar nicht jetzt, was wir genau bezahlt haben, ehrlich gesagt. War auch ein guter Preis. Aber es war halt ein Doppelpack. Wir haben zusätzlich zu der kleinen Tasche so, so. Zu der kleinen Tasche haben wir noch eine Umhängetasche. Ach Quatsch, also kann sie sich so umhängen. Handtaschen ist sie nicht so der Typ für, aber kann sie sich umhängen, über die Schulter schmeißen. Da hat sie dann halt das Claim, passt aber ordentlich was rein. Da hat sie hier vorne einen Reißverschluss mit einem kleinen Fach. Hier oben ist ein Reißverschluss mit einem Fach, also die ganze Tasche halt praktisch. Das kann man hier unten noch umknicken, also ja, die ist jetzt praktisch nur so. Da ist wirklich Platz. Dann hat sie hier innen drinne, hat sie hier noch so eine kleine Trennwand. Und hier ist auch nochmal ein Reißverschluss. Da kommt dann natürlich das Portemonnaie hier rein. Ja, da, Portemonnaie hier rein. Dann müssen sie den Reißverschluss öffnen. Das Portemonnaie liegt nicht einfach nur so lose drin rum. Und dann, so, dann müssen sie halt den öffnen, in die Handtasche kommen, diesen Reißverschluss öffnen. Und da dann weiter runter, das, oh. Und da habe ich gedacht, da ist er denn geschützt. Passt dein Handy drin, alles, was sie denn so mitnehmen muss. Oder halt auch für Schultage, wo sie dann halt nichts mitnehmen muss.
außer dann halt, was weiß ich, nur einen Block mitnehmen muss. Da kann sie einen kleinen Block mitnehmen, der passt darin, einen Stift und dann Handy, ein paar Stullen. Ja, da hat sie was dabei. Oder halt, wenn sie Schultage hat, wo sie halt ihr Zeug in der Schule hat. Zum Beispiel, die haben ja einen Spind in der Schule. Sie bringt ja nur das mit, was sie mit nach Hause nehmen muss, wegen Hausaufgaben machen. Und sagen wir mal, die hat das Mathezeug da und das Sportzeug ist da und was weiß ich, Geo und was ist jetzt auch gerade da und die haben halt nur die Stunden und Sport halt, ja, 2 Stunden Sport, 2 Stunden, also die haben ja Blockunterricht, das sind immer sowieso 2 Stunden. Ein Block Sport, ein Block Dis, ein Block Geo sind 3 Blöcke, sind 6 Stunden und dann haben sie, danach ist nichts mehr und das ist alles in der Schule. Oder danach ist noch Deutsch und das hat sie auch da, was weiß ich. Dann brauchst du halt nur die Tasche mitnehmen, weil sie hat ja alles da. Brauchst halt nur ihre, sie braucht ja nicht mal ihre Federtasche. Also Federtasche heißt es ja nicht mehr, Federmappe, also so zum Klappen so ein Ding. Bräuchte sie ja nicht mal mehr mitnehmen. Weil wir haben jetzt, ich habe jetzt, wo das neue Schuljahr angefangen hat, habe ich einen neuen Füller auch noch zusätzlich geholt. Und sie hat jetzt eigentlich alles doppelt und hat jetzt eine Federmappe packt, die sie im Rucksack hat und einmal mit dem Doppelten, also da ist ein Füller drin, ein Killer drin, so eine Dingsmaus zum Wegmachen, ein kleines Lineal, ein Geodreieck, Kleber, Radiergummi, Bleistiftanspitzer, Bleistifte, also alles praktisch, was sie in ihrem hat, hat sie da nochmal doppelt. Da ist nicht der gute Füller drin, der ist den nimmt sie mal so mit. Da ist der ältere Füller drin, aber sie hat alles doppelt und das Ding liegt in ihrem Spind. Falls sie mal ihr hier zu Hause vergisst, hat sie immer alles da, dass sie dann trotzdem mitschreiben kann. Und wenn dann halt so ein Tag mal ist, wo sie dann halt nur so eine Stunde haben, wo sie dann ihr Zeug halt da hat, dann brauchst du gar nichts mitnehmen. Dann brauchst du auch die scheiß schwere Mappe nicht mitnehmen. Stoppt sie ihre Schulstühlen darin, ihr Handy und Federtasche hat sie da und dann kann sie damit lospeitschen, brauchst du nicht schleppen. Das ist doch cool. Ja. Eine Sporttasche müssen wir noch holen für sie. Eine kleinere. Also jetzt, so wie der Rucksack jetzt hier ist, vielleicht ein Stück kleiner, wo halt 2 Schuhe drin passen. So eine Art Leggings und ein T-Shirt für Sport. Was war ein Fahrrad von. Wir haben noch welche, aber die sind jetzt alle kaputt gegangen. Jetzt habe ich nur noch eine etwas größere. Ne, so, mal so. Die ist ihr zu groß und die weiß nicht, wie sie das beim Fahrrad bewerkstelligen soll, wo sie da hinmachen soll. Da müssen wir uns jetzt noch einen Kopf drum machen. Aber sonst ist sie jetzt erstmal. Sie ist erstmal auf der glücklichen Seite. Sie freut sich, hat alle gekriegt, was sie wollte. Ja, Klamotten auch gekriegt. Ja, so. Mehr ist eigentlich jetzt hier gar nicht. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch alle Produkte natürlich unten in die Kommentare verlinken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.